Seit Mittwoch startet sie wieder, die 68. Konsumenta. Rund 650 Aussteller präsentieren hier in 8 Hallen ihre Produkte. Ja, und die Menschen können selbst kulinarische Leckerbissen entdecken und neue Trends ausprobieren. Natürlich spielt die Energiekrise auch weiterhin eine Rolle. Wie das die Leute hier auf der Konsumenta sehen, wir haben nachgefragt. Noch geht es uns finanziell gut. Wir haben auch noch keine Abrechnung gekriegt. Mal schauen, da trifft uns wahrscheinlich der Schlag. Ja, natürlich. Betrifft ja jeden von uns. Und da guckt man auch natürlich auf seinen Geldbeutel, ganz klar. Ja, die Energiekrise ist sicher ein Thema, das uns alle befasst und auch noch lange befassen wird. Ich bin eigentlich so eingestellt, dass ich in meinem Umfeld ohnehin auf das schaue. Die aktuelle Lage drückt auch weiterhin auf die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung und auch die Vorbereitungen auf die diesjährige Konsumenta waren alles andere als leicht. Wir freuen uns jetzt riesig. Jetzt ist es soweit. Wir haben natürlich ein paar Herausforderungen, die momentan jeder hat. Tatsächlich, gerade im Bereich der Zulieferbereiche haben wir den ein oder anderen Personalausfall oder Personalnotstand. Aber auch das kriegt man im Team gut hin. Aber nicht nur die Organisatoren haben mit der Energiekrise zu kämpfen. Auch die Aussteller müssen in dieser Zeit Abstriche machen. Energiekrise ist natürlich auch ein Riesenproblem. Bier ist einer der energieaufwendigsten Lebensmittel der Welt. Und es ist blöd, auf Deutsch gesagt. Also von daher, das macht keinen Spaß gerade im Moment. Man kann, bestes Beispiel, Gläser bestellen. Man bekommt immer nur die Hälfte und dann zum doppelten Preis. Und das ist einfach nicht, man kann nicht planen. Während in den Vorjahren die Konsumenta an 9 Tagen stattfand, ist die Messe 2022 nur an 5 Tagen geöffnet. Dennoch ist für die Besucher einiges geboten. Das Highlight der Konsumenta ist die Konsumenta immer selbst. Das ist schwierig zu beantworten. Das ist schön an der Konsumenta ist ja, dass jeder was findet. Sie haben hier historische Geschichten, sie haben hier Römerboote, sie haben hier Sportspiel, sie können sich in ein Luftkissen schmeißen, sie können sich über Bauausbau informieren, sie können sich über Sicherheit, über energetische Sanierung, sie können sich über alles informieren. Das heißt, als Familie können sie hergehen und keinem wird langweilig. Ein prall gefülltes Programm, das auch die Verbraucher freuen dürfte. Denn die lassen sich vom aktuellen Konsumklima nicht beeinflussen. Im Gegenteil. Im Moment ist ja, ich sag mal, durch die Inflation ist fast sinnvoller, wenn es da ist, es auszugeben, als liegen zu lassen. Ich denke schon, dass im Hinterkopf das vorhanden ist. Aber letztendlich jeden Cent zu sparen, dafür haben wir 40 Jahre lang gearbeitet. Ne? Also wir geben schon noch Geld aus. Man geht ja einen ganzen Tag arbeiten, dann kann man sich einmal was gönnen. Also man sieht, es wird gespart, aber auf der Konsumenta für Weihnachtsgeschenke und kulinarische Leckerbissen reicht es dann doch noch. Ja, und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, bis Sonntag läuft die Messe noch. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.